Liebe Brüder und Schwestern, Pfingsten, Hochfest des Heiligen Geistes. Heute feiern wir sein Kommen, ja seine Gegenwart unter uns, in uns. Wir haben ihn ja schon empfangen, diesen Geist Gottes, bei der Taufe. Ja, uns wurde schon in der Taufe das neue göttliche Leben geschenkt. Und durch die Taufe sind wir ja zusammengefügt sozusagen zu einem geheimnisvollen Leib, zum mystischen Leib der Kirche. Wir sind Glieder des einen Leibes sozusagen. Wir gehören zusammen. Und uns erfüllt das eine gleiche göttliche Leben, der Geist Gottes, dieser Geist der Liebe. Er macht uns immer mehr eins untereinander, aber auch eins mit Gott, dem Einen und Dreifaltigen. So wollen wir heute ganz besonders auch erneut um dieses Kommen des Heiligen Geistes bitten. Komm, Heiliger Geist, erfülle auch unsere Herzen, reinige unsere Herzen, nimm alles hinweg, was uns von dir trennt, was uns daran hindert, deine Gnadengaben, deine Charismen zu empfangen und auch einzusetzen. Ja, die Gaben Gottes, sie sind nicht so sehr für uns selber bestimmt, sondern, wie der Apostel Paulus auch sagt, sie dienen dazu, damit wir sie für andere einsetzen, für unsere Mitmenschen, für das Heil unserer Brüder und Schwestern, damit wir sozusagen zu Dienern des Heiles, der Freude werden für unsere Mitmenschen, besonders für jene, die noch nicht an Jesus glauben, die noch nicht als den Weg, die Wahrheit und das wahre Leben erkannt haben. Ja, lassen wir uns neu erfüllen von der Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Geist Gottes möchte auch unseren stummen Mund öffnen, unsere unberedte Zunge lösen, damit wir die Herrlichkeit Gottes verkünden, Jesus, den Auferstandenen, den wahren Helden, der den Namen trägt, unbesiegbar. Nicht so wie die Superhelden aus dem Film, die jetzt ja immer wieder boomen. Sie können kein Heil, keine wirkliche Erlösung bringen. Sie können nicht die Macht des Bösen vernichten und besiegen. Das kann nur einer, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Sohn der Jungfrau Maria. Und er tritt auch in unsere Mitte, wie damals bei den Jüngern im Abendmahlsaal, und er sagt zu uns: Friede sei mit dir. Herr Jesus, der Auferstandene, möchte auch uns seinen Frieden schenken, seinen Geist uns anhauchen, uns erfüllen mit seiner Lebenskraft. Herr, dieser Hauch Gottes, er ist Leben, Leben in Fülle. Und Jesus hat seinen Jüngern, seinen Aposteln, ja, seiner Kirche, seinen Priestern diese Vollmacht gegeben, Sünden zu vergeben. Oft hindern uns unsere eigenen Sünden, unsere Schuld daran, dass wir wirklich diesen Geist Gottes in uns aufnehmen können, dass wir diesen Frieden des Auferstandenen spüren und weiterschenken können. Deshalb gerade jetzt in diesem Jahr der Barmherzigkeit setzen wir einen Schritt, einen mutigen Schritt, und gehen wir wieder zur Beichte. Es ist das Sakrament der Barmherzigkeit. Da begegnet uns der Herr, der Auferstandene selbst, und befreit uns von aller Last der Sünde, der Schuld. Er schenkt uns neu die Freiheit der Kinder Gottes. Und der Geist Gottes kann ungehindert einströmen in unser Herz, in unser Inneres, in unsere Seele. Und wir können Zeugen sein für Jesus, den Auferstandenen, den Retter und Erlöser, den Sohn Gottes, Zeugen seines Friedens. Maria, sie bittet immer für uns, wie sie damals für die junge Kirche gebetet hat, betet sie auch heute für uns.
dass der Geist Gottes uns erfülle, ja, dass er uns immer mehr eins macht, zusammenfügt zu einem Leib, dass er uns die Kraft schenkt zur Vergebung, zur Versöhnung, damit wir Zeugen der Barmherzigkeit Gottes sein können, damit wir unsere Gaben, unsere Fähigkeiten so einsetzen, wie der Herr es will, zu seiner Ehre und zu unserem Heil. Ja, unser ganzes Leben soll sozusagen zu einem Wort Gottes werden, das die anderen lesen können. Wir sollen nicht so sehr mit unserem Mund verkünden, bezeugen, ja auch natürlich mit Worten. Der Geist Gottes schenkt uns ja auch immer diese Fähigkeit, dass wir die richtigen Worte finden, um die Wahrheit zu bezeugen, den Glauben, den Grund unserer Hoffnung. Aber noch viel mehr als Worte soll unser Leben, sollen unsere Taten sprechen. Der Herr gibt uns diese Kraft, dass wir mit unserem ganzen Leben Zeugnis ablegen können. Von der Gnade Gottes. Und er schenkt uns die Fähigkeit, dass wir ihn bezeugen, ihm folgen. Lassen wir uns von ihm erfüllen, von seiner Gnade, von seinem Heil, jetzt in dieser Stunde. Er möchte uns neu erfüllen mit seiner heilbringenden Gegenwart. Amen.